ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich wieder ein super leckeres Keksrezept, Weihnachtskekse. Und zwar gibt es von mir heute Schokoladen-Heidekekse. Die sind auch auf die Schnelle vorbereitet, schmecken auch richtig super lecker und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 200 Gramm Mehl, 2 Packungen Schokoladenpuddingpulver, fertig, 75 Gramm gemahlene Mandeln, 175 Gramm weiche Butter, so ungefähr 80 Gramm brauner Zucker, ein Ei und ein Esslöffel Kakao. Ich werde jetzt das Ei mit dem Zucker und die Butter cremig schlagen. Ich mache das einfach mit einem Schneebesen. Gebe jetzt die restlichen Zutaten einfach hinein. Jetzt gebe ich die gemahlenen Mandeln und das Mehl hinein und bereite den Teig vor. Ich werde den Teig jetzt erstmal eine halbe Stunde kalt stellen. Ich werde den Teig jetzt zu einer Rolle formen. Ich habe den Teig jetzt auf ein Backpapier gegeben und bestreue braunen Zucker darüber. In der Zwischenzeit habe ich ein Eigelb mit Milch geschlagen und bestreiche den Teig damit und werde das dann in brauner Zucker wälzen und weiter bestreichen. Jetzt schneide ich aus dem Teig so ungefähr 2 cm dicke Stücke. Ich habe die jetzt auf ein Backblech gegeben und werde die dann im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 10 bis 12 Minuten backen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.